Frisurentrends im 2018 stehen ganz unter dem Motto «Andan». Die Looks sollen ungemacht wirken, einfach noch etwas schöner. Der Star-Coiffeur Martin Dürrematt teilt heute bei Dobi Professional in Sur genau diese Trends an verschiedenen Models. Wir sind hier und shooten die aktuellen Frühlings-Sommer-Looks. Topmodern, inspiriert von den Laufstegen von den Celebrities international. Und genau das ist das, was wir heute machen. Und genau 5 Trends schauen wir uns heute näher an. Der Halfband-Look ist eigentlich inspiriert von Heidi Klum und Sylvie Meister. Das sind zwei Frauen, die aktuell super viel tragen. Topmodern, mega sexy. Es ist die Hälfte der Haare ist eigentlich aufgenommen, zu einem Band zusammengesteckt. Super Andan, sprich ungemacht. Und genau das ist eigentlich das Coole daran. Auch cool an diesem Look ist, dass man ihn mit Bann oder auch offen als Pferdeschwanz kann tragen kann. Ich zeige super gerne Looks, die die Frauen können tragen im Alltag, die man individuell anwenden kann. Und nicht, dass es nur heisst, man muss ihn genau so machen und nur so ist es cool. Sondern wirklich, das Spielen mit den Haaren ist einfach super toll. Super toll ist auch der Pixie-Look, weil er speziell für die mutige und selbstbewusste Frau ist. Ja, viele Frauen verstecken sich immer ein bisschen hinter den Haaren. Und das kann man wirklich raus damit zeigen, wer man ist. Inspiriert von der Cara Delevingne zum Beispiel, trägt momentan auch super kurze Haare. Und wichtig halt wirklich einfach dort Make-up zu spielen, ein bisschen Lippenstift auftragen und wirklich weibliche Kleider zu tragen. Sonst sieht es dann so ein bisschen zu sportlich aus und zu maskulin. Ich finde den Pixie-Look total wichtig, dass das Haar gefärbt ist. Wirklich in einem satten Dunkelbraun oder in einem Platinblond oder wirklich in einem coolen Ginger-Ton. Alles, was zu natürlich ist, finde ich, geht wirklich den Look verloren und sieht zu langweilig aus. Sicher nicht langweilig sind Beach Waves. Die Kolorationen sollen dabei nicht mehr koloriert aussehen, sondern natürlich wirken. Gerade junge Frauen wünschen sich heutzutage immer einen Look, der total ungemacht aussieht. Beachwave ist ein grosses Thema. Total auch die Lockentechnik, die ich hier angewendet habe, dass man das Gefühl hat, man kommt gerade von der Bade oder vom Strand mit ein bisschen Salzwasser in den Haaren. Genau das widerspiegelt eigentlich diesen Look. Das ist wirklich der Look für eine Festivalsumme für junge Ladies, die sich schnell einfach frisieren wollen. Und wir finden auch hier eigentlich wieder den Bann. Das Coole ist wirklich, diesen Look kann man auch machen, wenn die Haare so ein bisschen fettig sind. Also wenn man jetzt mal einen Bad Hair Day hat, nimmt man zwei Rostschwänze auf, tut die Bands machen und dann ist man perfekt frisiert. Perfekt für die Frau, die genug hat von langen Haaren, aber sich nicht getraut, kurze Haare zu schneiden, ist der Langbob. Das Schöne ist eigentlich immer, wenn man halt Natur unterstreichen kann. Genau das haben wir bei diesem Look gemacht. Wir haben ihre Naturwellen genommen, haben sie um den Lockenstab die einzelnen Strähnen gedreht und so ist eigentlich dieser Look entstanden und es sieht einfach toll aus. Alle Frisuren sehen toll aus und so kann man stylisch in den Frühling starten. Alle Infos unter lifestyle-tv.ch.